Hallo zusammen, herzlich willkommen bei mir zu Hause, ganz spät am Abend. Denn ich habe einen kleinen Beauty-Haul für euch. Und zwar war ich im DM. Da habe ich einige Sachen eingekauft. Welche Produkte das sind? Haushalt ist dabei und auch Beauty-Produkte, dekorative Kosmetik und Pflegeprodukte. Wenn ihr wissen wollt, was das für Produkte sind, dann bleibt einfach dran. Es ist verdammt warm. Es ist so warm. Ich dachte, der Sommer wäre schon vorüber, aber nein, da müssen wir noch ein paar Tage durch. Wir haben 32 Grad heute gehabt, hier bei uns im Ort. Und das Ding ist, dass ich hier in meinem Büro, das ist nicht isoliert und ich schwitze mir hier eigentlich zu Tode. Ich hoffe, der Sommer ist bald vorüber. Ich bin überhaupt kein Sommertyp. Ich möchte gerne Herbst, Winter. Ich freue mich schon jetzt auf die Weihnachtszeit. Starten wir einfach mal. Und zwar habe ich eine Handseife mitgenommen von Balea in der Duftrichtung Hawaiian Dream, sommerlicher Duft nach Kokos. Und dann Balea Handseife, Cremeseife Macadamia und White Lotus. Von Denk mit WC-Steine in der Duftrichtung Aqua Splash. Denk mit Bodenreinigungstücher, die benutze ich nicht sehr häufig. Ich benutze ganz normale Wischmops oder Wischlappen, aber falls mal irgendwas runterfällt auf dem Boden, ich habe drei Kinder hier zu Hause und einen Hund, das passiert sehr, sehr schnell, dass gekleckert wird, dann kann ich eben mit diesen Tüchern drüber gehen. Batterien habe ich noch gekauft für mein Mikrofon. Eine Zahnbürste von Dododent, die kaufe ich immer, weil sie oben an der Bürste ganz besonders geformt ist. Die kommt auch in die Zwischenräume. Und die habe ich dann immer natürlich im Backup. Außerdem Zahnseide-Sticks für meine Kinder. Ich benutze die ganz normale Zahnseide am Stück, die man sich so rausziehen kann. Und das sind halt die Sticks für meine Kinder, damit sie so ein bisschen händisch besser mit klarkommen. Und später werden wir dann auch auf die normale Zahnseide übergreifen, rübergehen. Dazu noch von Dododent die Sticks, die Interdental-Bürstchen-Sticks. Eine ganz normale Zahnpasta von Dododent. Und für mich habe ich Kontaktlinsen gebraucht. Tageskontaktlinsen, die benutze ich eigentlich immer, weil ich mit denen am besten klarkomme. Von Visio Max. Ach so, dann habe ich noch Bodentücher oder Klarsichttüten mitgenommen. Die brauche ich, um Proben zu verschicken. Und dazu noch Haarkolorationen. Ich habe eigentlich naturbraune Haare mit ein paar weißen, aber sehr, sehr wenigen, aber trotzdem sichtbaren weißen Fäden, was ich auch nicht schlimm finde. Trotzdem färbe ich mir die Haare schwarz meistens, weil ich finde, das passt zu mir und von daher, ja, habe ich einfach mal diese hier mitgenommen. Habe ich noch nie ausprobiert. Das ist von Riel, eine DM-Eigenmarke. Bisher habe ich immer die von Schwarzkopf benutzt. Aber die sind halt super, super günstig. Und was ist denn da der große Unterschied? Das wollte ich feststellen. Die von Schwarzkopf kosten um die 5 bis 6 Euro, meine ich. Und die kosten, glaube ich, unter 2 Euro. Dann habe ich im Regal gesehen, dass es da neue Deos gibt. Die haben wir auch immer im Vorrat. Irgendwelche Deos müssen auf jeden Fall vorhanden sein. Und die sind alle drei ohne Aluminium von Balea in drei neuen Duftrichtungen. Einmal Lovely Romance mit dem Duft nach Maiglöckchen und Pfingstrose. Dann Soft Flower mit dem Duft von Glockenblume und Hortensie. Und dann dazu noch Sweet Sunshine mit dem Duft nach tropischen Früchten. Auch neu eine Limited Edition von Balea, ein Shampoo Sugar Plum mit dem Duft von Pflaume. Ja, definitiv sehr süßlich und sehr lecker nach Pflaume. Spülung, die ist sehr ansprechend für meine Haare, nämlich von Balea Glossy and Long. Die soll die Haare, die Spitzen reparieren, Haarlängen und sorgt für optimale Kämmbarkeit und seidig glänzende Haare ohne Silikone. Ach so, das habe ich mir auch noch mitgenommen. Kaufe ich immer wieder. Und zwar diesmal mit der oder in der Crunchy-Version Erdnusscreme oder Erdnussmus. Ja, ein von beiden
habe ich immer im Backup. Das esse ich immer morgens zum Frühstück auf Vollkornbrot mit einem Apfel dazu. Kommen wir zur dekorativen Kosmetik. Da haben mich einige Produkte sehr, sehr angesprochen. Da werde ich euch, glaube ich, auch einige Reviews zu machen. Einfach um euch zu zeigen, ob die gut funktionieren, ob die das halten, was sie versprechen. Starten wir mit einem Soft Glam Filter Fluid von Catrice. Ein Glow Booster. Ich denke mal, das ist so eine Art Fluid, ja, was man sich auf die Haut aufträgt. Das ist dann auch, denke ich mal, so ein bisschen leicht minimal farbgebend, also deckend ist es auf jeden Fall nicht. Aber ich denke mal, es wird dann so ein bisschen die Haut ein bisschen ebenmäßiger machen und einen Glow verleihen, was ich sehr, sehr gerne mag. Glow, wenn es nicht vom Schwitzen kommt, wie jetzt, sondern so einen schönen, natürlichen Glow, der dann der Haut Frische verleiht. Dann eine neue Foundation von Trend It Up. Hält bis zu 24 Stunden. Perfect Poreless Matte Foundation mit 5% Niacinamid. Werde ich ausprobieren. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe auch keine Review darüber gesehen. Ich habe nur die Flasche gesehen und habe gedacht, ja, Perfect Poreless brauche ich. Matt hin und wieder. Und mit 5% Niacinamid. Passt eigentlich perfekt. Und darüber, denke ich, werde ich euch auch eine kleine Review abdrehen. Weiter geht's mit einem Puder. Ich brauchte unbedingt Puder. Und dieses Puder oder sowas in der Art hatte ich schon mal gehabt. Und ich war mega, mega begeistert. Das ist aber schon länger her. Das ist von Catrice Soft Glam Filter Powder. Das hat diese marmorierte Schattierung. Da sind die Komplementärfarben mit eingearbeitet. Und ich finde, also ich habe da wirklich die Erfahrung gemacht mit solchen Pudern, dass sie die Haut wirklich sehr, sehr ebenmäßig machen. Und die Haut natürlich abmattieren. Aber ich denke mal, es wird nicht totmatt sein, sondern einfach den Fokus auf dieses Ausgleichen der Rötungen, der roten Stellen legt. Ne? Genau, also da bin ich sehr gespannt drauf. Da gebe ich euch auch eine kleine Review. Dann gab es noch von Trend It Up ein Eyeshadow Primer. Finde ich gut jetzt zu dieser Zeit, wenn man bei dieser Hitze schwitzt, sogar auf den Augenlidern und die Lidschatten einfach nicht halten. Deswegen wollte ich das hier mal ausprobieren. Und zu guter Letzt habe ich Lippenstifte mitgenommen. Ich mag Lippenstifte, die shiny sind oder die etwas Schimmer in sich haben, denn bei meinen Lippen, also die sind etwas kleiner, passen shiny Lippenstifte ganz gut im Vergleich zu matten Lippenstiften zum Beispiel. Das sieht dann gar nicht gut aus bei mir. Das hier ist aus der Reihe von Trend It Up, The Shine Vegan Lipstick. Drei Farben habe ich mir geholt und zwar sind das die Farben 208 Shine. Dann einmal 260 Schein natürlich, ist alles Schein, nichts als Schein. Und 290, also 280, 260 und 290. Auch darüber wird es eine Review geben. Der hat aber ganz schön geschwitzt, das ist echt warm hier. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, jetzt hier bei diesem Licht, dass sich da ein paar Tröpfchen gebildet haben. Ich glaube, das seht ihr gar nicht. Ist das bei den anderen auch so? Ja, ein bisschen. Nee, bei denen nicht. Nur bei einem. Ist das gut? Oder ist das nicht gut? Nee, nur bei dem einen. Naja, werde ich ja dann ausprobieren. Da freue ich mich drauf. Das war es auch schon von meinem Beauty Haul in DM. Und wie gesagt, ein paar Reviews werde ich euch abgeben. Ein paar kurze Reviews. Und wenn ihr Lust drauf habt, dann
lasst mir gerne ein Abo da oder like dieses Video, wenn euch das Video gefallen hat. Und somit würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderbaren Abend, einen wunderbaren Tag oder wann immer ihr das Video schaut. Und ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.